So, okay, hi, Bronco hier mit einem neuen Video. Und zwar geht das diesmal in diesem Video ich habe mir von Lamikall so eine Handyhalterung geholt. Und wir befinden uns gerade hier in meinem Auto. Und zwar habe ich mir hier diese Handyhalterung geholt. Die habe ich mal auf Amazon gekauft. War jetzt auch relativ preiswert. Scheint dennoch sehr stabil zu sein. Also es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie sich, was weiß ich, billig anfühlt oder sowas. Also es macht schon was her und scheint sehr stabil zu sein, so. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Also ich bin gerade ins Auto eingestiegen und ja, ich wollte einfach mal gucken, ob das so funktioniert. Ich muss sagen, guck mal, hier haben wir so die Lüfter und so, also man soll es ja da irgendwie so reinklinken. Und wir haben ja hier so einen Haken hinten. Ich würde sagen, warte mal, jetzt ist das jetzt hier gerade offen. Genau, also man sieht das ja, ne? Das Schloss ist offen. Und dann kannst du das Ganze nach hinten ziehen. Also relativ einfach. Dann, ich probiere das einfach mal unten aus. Genau. Okay, ich glaube, er ist eingehakt. Warte mal, ich kann noch mal kurz gucken. Ja, er hakt da ein. Und ich glaube, du kannst dann das Ganze zudrehen, dass er da dann verankert. Und so sieht das schon mal mit der Halterung aus hier. Also, ich will jetzt auch nicht, ich will auch nicht meine Lüfterung da rausreißen oder sowas, aber es fühlt sich doch stabil an eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie, ja, ich weiß nicht, irgendwie runterhängt oder sowas, ne? Das hängt hier schon ganz gut aufrecht. Dann konntest ja, also man kann hier diese Dinger dann, also da passt wahrscheinlich noch mehrere Smartphones drauf oder sowas. Warte mal, wir machen es ein bisschen auseinander. So. Und ja, in meinem Fall, ich habe mir das ja für das iPhone 14 geholt. Das habe ich hier. Ja, also das ist mein iPhone 14 und ich lege das einfach mal hier mit drauf, dass das Ganze so ist. Und dann würde ich sagen, machen wir mal die Verankerung zu hier. Ja, und so kannst du das halt richtig schön reindrücken. Und was ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr euch auf jeden Fall für euer Smartphone oder iPhone, was auch immer ihr habt, also eine Hartschale oder sowas holt, ne? Also so ein Schutzcase. Also benutzt nicht nur das ganz normale iPhone oder sowas. Also auch wenn das hier alles aus Gummi und so ist, ne? Nicht, dass das zerkratzt oder sowas. Jetzt kann man das Ganze noch, ja, also man kann das Ganze noch hin und her schwenken und so. Ja, also guck mal, man kann das so machen. Das ist auch ziemlich geil. Kannst vielleicht noch ein. Also man muss das ja jetzt nicht alles während der Fahrt machen oder sowas, aber du kannst dich ja auch zurücklehnen und dann kannst du einfach, naja, wie soll ich sagen, dann kannst du einfach so einen Film oder sowas auch mal gucken oder eine Serie oder sowas, ne? Heutzutage gibt es da viele Möglichkeiten, dass man sich das vielleicht auch, was weiß ich, Netflix oder so runterlädt oder auf Amazon oder vielleicht auch direkt die Videos von YouTube und so, sowas alles, ne? Also dann kann man sich halt nach hinten lehnen und dann könnte man halt ja, sich sowas geben. Das Coole ist, also es scheint relativ, wie gesagt, stabil und so zu sein hier. Also ich will jetzt auch nicht komplett irgendwie was rausreißen, ne? Aber es scheint schon so, als ob das so, ja, leichte Erschütterung und sowas auf jeden Fall aushält. Also erstmal finde ich es auch cool, dass du es, wie gesagt, schwenken kannst. Ja, also guck mal, du kannst das hier hin und her drehen und sowas alles. Und ja, und dann, ich weiß nicht, für was, also es gibt ja ganz viele verschiedene Gründe, für was man sowas benutzen kann. Ich finde das ganz gut, wenn ich mein Handy jetzt als Navigationssystem benutze. Ja, also ich habe zwar, also ich habe zwar so ein Navigationssystem, aber man weiß ja nie, ob das irgendwie mal ausfällt oder sowas, ne? Deswegen würde ich empfehlen, sichert euch lieber ab und nehmt einfach zwei Sachen, ja? Also mit einem Navigationssystem separat und so ein Smartphone an sich mit Internetzugang kann man nichts verkehrt machen. Und das ist eigentlich so, ey, das ist auch schon mal wichtig, so sag ich mal, dass man sowas hat, ja. Oder ey, du kannst auch nebenbei Musik hören, ne? Wenn du jetzt,
ich weiß ja nicht, wie ihr das beim Auto und so habt, ob ihr jetzt irgendwie USB-Anschluss habt, ob ihr irgendwie CDs oder sowas habt. Also man kann ja sich dann ganz viele verschiedene Lieder und sowas, Songs auf dem Handy machen. Man kann ja auch Apple Music und sowas, ne, den Apple Store und sowas benutzen. Also da gibt es schon eine Menge Möglichkeiten. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin, es macht einen guten Eindruck hier, das Ganze. Bin ich eigentlich zufrieden. Und ja, wenn ihr irgendwie eine Handyhalterung oder sowas für Smartphone braucht, das hat auch ganz gute Bewertungen gehabt, muss man sagen, das Produkt. Das hatte irgendwie über 3500 Daumen auch nach, also so Bewertungen und so. Und ich glaube, jetzt nicht ganz 5 Sterne, ich glaube 4,5 oder 4 sogar. Aber mit solchen Sachen kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Deswegen kaufe ich eigentlich auch auf Amazon, weil, ja, dann hast du da immer irgendwie was in der Hinterhand, so, wenn du gute Bewertungen und sowas hast, dann auf daran, also da kannst du schon mal vertrauen und sowas, ne? Okay, das war mein Video, ja, zu der Handyhalterung hier von Lamy Call, finde ich cool. Und Leute, ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Video wieder.